Na hey, Schosch, Leute, wer ist wieder euer Solid Snake in Ausbildung? So wie das da aussieht. Ich möchte mir die Leute sowieso mal angucken. Ich find's interessant, was meine Jungs hier hinten glauben zu finden. Moment mal. Wo bist denn du? Ach, da. Ich meine, guck dir mal an, wo die dauerhaft hinzielen. Ja, er guckt hier irgendwie nur in die Ecke. Der andere guckt ständig zur Wand. Wow, also holt den Job müssen wir offenbar machen. Also, zu dumm, um eine Kanne Milch zu holen. Das auch. Boah. Nur mal so gerade perfektes Timing gehabt. Ich musste nämlich einmal kurz in die Wohnung hoch und ein Fenster schließen, weil bei uns ist gerade von jetzt auf gleich Apokalypse geworden, was draußen angeht. Und nicht wundern, dass, wenn ihr das hier seht, sind schon Wochen vergangen, im Grunde. Ich glaube, ein Monat. Ja, ich meine, heute ist gerade mal Part 2 online gegangen, um euch mal so ein grobes Bild zu liefern, wann wir wie hochladen. HQ to Alpha, we have your mission brief. Rescue the hostages on the first and seventh floors, then get out of the building. As soon as all teams are clear, we will commence bombing. Ja, super, wieder was in die Luft jagen. Ist das ich irgendwie... Ich finde immer schön, dass sie einem während der Mission sagen, was seine Mission ist. Hättest du hier mal irgendwas in die Luft jagen wollen? Falcon Punch! Oh nee, nicht der Abschnitt. Oh. Hä? Wir sehen, was ich meine. Falcon Punch! Dein Gesicht! Oder nicht? Ich höre sie immer nur... Knack-knack-knack-knack-knack. Nick-knacks! Boah, yes! Fuck you! Oh ja, über die Schulter gelegt, Bro. Mm. Ach du, oh guck mal hier. Okay, das Gemüse sieht wenigstens mal gut aus hier. Okay, bis auf das da. Das sieht Reif auf Gemüse. Aus. Ja, wir brauchen Fleisch. Seit wann bist du unter die Vegetarier gegangen? Frag mich nicht. Was war das gerade? Egal. Oh yay. Ein neuer Freund für mich. Alter, was ist denn das hier für eine verwinkelte Kacke? Du wirst sie gleich richtig lieben lernen. Ah, hier ist eine Tür, die ich treten kann. Sollen wir hier sogar... Ich glaube, wir sollen hier sogar lang, oder? Ja, ich habe den Weg gefunden, wo wir hin sollen. Ich glaube, ich habe Fleisch gefunden. Oder was ist das? Ich bin hier, Typ. Ich bin nur zu schlecht zum Treffen, also wundere dich nicht. Komm mal zu mir, wenn du Zeit findest. Ja, ich muss dem hier kurz mal auf den Kopf treten. Bist denn du? Ach da, okay. Was zur Hölle soll das sein? Ich weiß nicht, das habe ich auch schon gesehen. Sieht ein bisschen aus wie... Neverdreck. Ist das Suppe oder... Äpfel! Äpfel? Das sind Äpfel? Ja, das... Okay, nee. Das sind definitiv jetzt keine Äpfel mehr. Apfelkompott. Und der Rest... Keine Ahnung, könnten Bohnen sein. Hä? Liegt das jetzt nur an meiner niedrigen Einstellung oder sieht das bäh aus? Das sieht wirklich bäh aus. Genau wie das hier. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Soll das Schrimps sein? Oder ne, das hier? Nee, das sieht wirklich eher. Und das hier ich sieht glaub, auch. Das da ist Reis, das helle. Das ist ziemlich ganz großkörniger Reis wohl. Ja, ja, das ist genmutierter Mais. Reis. Isst du den Reis nicht, isst er dich. Ich merk schon. Und wenn du es nicht isst, isst es dich doppelt. Wenn du es isst, isst es dich trotzdem. Wo geht's denn hier runter? Noch eine Tür. Sollen wir hier hin? Nee, Spiel will das wieder hochgehen, also will ich hier hin. Ach, hier kommen wir zwangsläufig hin. Das sind Sachen. Also, oh, guck. Ach guck mal, Spiel will, dass ich da runter gucke. Okay, Spiel, dann gucken wir da mal runter. Was ist denn da schön? Ein Polizeiauto. Okay, Interesse versagt. Wo ist der? Hä? Kiste. Ach, da. Das ist hier richtig verwinkelt. Ah, Blendgranate. Ich krieg hier gerade kaum Stuff. Ich krieg das Pups-Gesichtsbonus-Paket. Ja, ich merk schon. Fleisch! Wo? Hier, Fleisch! Ein ganzes Schwein. Komm mal zu mir. Warte. Da bist du. Oh, warte, ich hab hier noch Kisten. Moment. Du hast auch noch Kisten. Ja. So, tauschen wir mal. Guck in die Ecke.
Viel Erfahrung. Viel Geld. Ich glaube, ich habe die Kisten gefunden, die du gerade zertrampelt hast. Nein, nee, nicht die. Aber die habe ich auch noch nicht gehabt. Ich meine, die hier hol. Hier. Hier, die hier. Sofern jetzt. Ah, okay. Ich find's ja cool, dass die... Ach, hier, guck, das, auch noch, das Ding habe ich ja gar nicht gesehen. Das Ding habe ich gar nicht gesehen gehabt gerade. Bin ich voll dran vorbeigelaufen. So. So, hier unten haben wir alles abgegrast, dann ich auf nach oben. Ja, auf nach oben. Auf nach oben! Erstmal ein Tic-Tac. Muschu nach oben, wird man dich loben. Moment mal. Boah, ich hab so viel Blendgranaten, ne? Oh, ab und zu mal einsetzen. Ja, ich glaube, ich schmeiß gleich mal eine. Mach kaputt! Mach kaputt, was dich kaputt macht. Pierce macht kaputt! Ein Fuchsmann Smash! Noch eine Handgranate. Ja, mach nix, ist auch okay. Sinnlose Blendgranate! Wollt ihr mit dem kuscheln? Tötest, bevor es Eier legt! Getan! Und draufgetreten! Zertreten wie ein Insekt. Guck dir die Viecher mal genauer an. Teilweise erinnern sie wirklich an Kakerlaken und Motten. Weil sie einfach diese, weil sie einfach eine Fickel hier ohne Augen haben, wa? Es sind Insekten, so gesehen. Ja, stimmt. Und das Geräusch, was sie von sich geben, Kakerlake. Oh, ich glaube, du hast einen Sparta-Kick. Der Pupsmann Sparta-Kick. Sah zumindest gerade bei dir so aus. Ach, guck mal, das sind sie ja. Ich benutze die Dinger jetzt einfach mal, ne? Also. Boah, mein Handy ist fast leer. Bei mir ist der Kerl gerade voll über den Boden gerutscht. Hol, warte mal ganz kurz. Notfall-Handy-Akku-Kabel-Ding. Aktivieren. Und. Bip-bup. Nein, bip-bup. Okay. So, bip-bup wurde aktiviert. So. Kann weitergehen. La 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 la. Haben die hier gerade tatsächlich was alleine geschissen gekriegt, oder? Nö, ich habe eine Handgranate mal selber geworfen. Okay, das ist auch eine Idee. Oh, ist eine Watermelon! Wassermelone und eine... Was hat eine Drachenfrucht hier zu suchen? Wir sind in Japan. Ja, aber Drachen... Sorry, da muss jetzt mal mein Einzelhandels... ja, Einzelhandelskaufmann-Fachwissen ran. Eine Drachenfrucht wird in der Regel nicht roh gegessen. Ich glaube, das ist den Typen hier ziemlich egal. Nur mal so, Drachenfrucht isst du in der Regel nicht so ohne alles. Das ist mehr eine Zutat. Ich glaube, du kannst es alleine essen, aber schmeckt nicht so geil. Wenn mich jetzt meine Erinnerung jetzt nicht komplett... Spider-Man! Spider-Man! Klaut eine Cockroachman, Cockroachman. Klaut eine Frau und macht dann, was es will. Schieß einfach drauf. Cockroachman, Cockroachman. Ist irgendwo hingerannt und schmeiß ich deine Granate. Das war eine Scheißidee. Scheißidee. Das war eine richtige Scheißidee. Achso, ich wollte gerade sagen. Okay, eine gerettet. Wo ist. Oh, es hat bei mir gerade draußen geblitzt. Moment mal. Ja, ich hab Ungeziefer. Moment mal ganz kurz. Oha, bei mir gewittert's gerade, wie geil. Große Kakerlakenbelagerung hier. Hier ist ja gar nichts, wie langweilig. Und? Ich gehe mal jetzt einfach davon aus, dass du alleine klarkommst. Ich hab einfach mal eine Handgranate gezündet. Gutes Hausrezept. Aber ich komm nach. Tust du nicht. Ja, doch. Tust du nicht. Hm. Spiel will, dass wir... Warte, sind die noch oben? Ja, wir sollen nach oben. Oh, normalerweise schaffen sie es wegzulaufen. Okay, ich weiß, wo sie sind. Ach, klebt er wieder an der Decke rum. Spider-Arsch! Spider-Arsch! Na. Oh, guck mal, ich kann an der Decke rumkrabbeln. Was zur Hölle macht das Symbol gerade? Boah! Du Fickvieh!
Boah, du ekliges Nervding! Hä? Hab ihn! Ist er eine Etage über uns, oder? Nee. Ach, du bist... Oh! Ich hab ihn gefunden! Zumindest noch so ein hässliches Ding. Ich versuche jetzt gerade mal nach dem zu gehen, was mir das Symbol vorgibt. Oh, da... Oh, oh! Es krabbelt an mir vorbei! Oder hocken die in die Etage über mir? Nee, boah, Chris, hör doch mal auf, 3 Stunden zu stolpern. Ah, da bist du. Alter, du Nervi. Es ist mir entgegengelaufen. Alpha HQ, A4 Hostage Security. Yay. Google dir zur Freundschaft den Arm aus. There's one more on the first floor. Hast du das Ding gerade gesuplext? Ich hab ihn geworfen. Wie cool. Das war eben einer von den gut getimten. Achso, jetzt sollen wir runter. Hier ist noch eine Kiste. Ich fand's so gerade interessant. Das Symbol ist bei mir abwechselnd hoch, runter, überhaupt gehopst. Und ich war im Stockwerk 100, ja. Okay, Spiel. Wo geht's nochmal lang? Benutze einfach die Wegfindung. Weißt du, die Art von Steuerung ist für so ein enges Gebiet einfach nie ausgelegt. Oh. Nee, also das muss ich auch sagen, das ist hier echt zu eng, um irgendwie sich hier zurechtzufinden. Und dann packen sie so hyperaktive Zappelfilippe ein. Okay. Ah, ich hab den Aufzug gefunden. Ich drück einfach beide Hände auf beide Panels. Du bist so dieser Arsch, der in den Fahrstuhl sich noch reinzwängt und dann einmal alle Knöpfe drückt, ne? All hostages on the 15th floor secured. Leaving the building now. Ja, Gebäude. Okay, that just leaves us. War ja klar. Wer nimmt auch in der Gefahrensituation den Fahrstuhl? Get through the ceiling if you give me a hand. Oh ja, gute Idee. Schick mich hoch. Hm. Würde ich. Achso. Wieso immer ich? Kisten. Und ich stehe hier so lange im Aufzug. Ich kann ihn natürlich auch hinterherziehen. Achso. Oh Gott, bist du fett. Wie passend! Diese RPGs heutzutage, ne? Arschgesicht, ne? Guck mal, du hast deine Kiste, ich hab meine. Ich hab dem jetzt erstmal ins Gesicht geschossen, das war mir... Ja, das war mir jetzt ein inneres Bedürfnis. Oh, cool. Noch mehr Blendgranaten. Ne, ein Erste-Hilfe-Spray endlich mal. Fleisch wird ziehen! Fleisch fehlt, Fleisch fehlt, Fleisch fehlt. Ja, dann mal. Wir haben doch noch ein paar Granaten. Ja, ich nutze die auch mal. Na, einer wischt. Meine ist gerade an der Tür abgeprallt, obwohl sie nicht hätte abprallen dürfen. Follow me. Yay! Ja, ist klar! Lass mal den kleinen ran. All of the grenades! All of the grenades! Oh nein, ich wollte nicht hier rüber! Kakerlaken jagen leicht gemacht. Lol! Er hat eine große Kugel gefressen. Kisten! Viel Stuff. Das war mit den ganzen Granaten ziemlich einfach. Und der stand da einfach wunderbar. Macht's mir noch leichter. Alter, so viel Stuff, ne? Ach, hier ist noch mehr Stuff. Stuff? Über den Tisch! Bist denn du? Ach da. Hui! Oh, mal wieder ein Kraut. Oh, das habe ich ja vermisst. Na, stimmt. Ich hab tatsächlich auch noch ein grünes. Ich heb's mal auf.
Oh, ich sollte mal wieder meine Dings benutzen. Tic-Tacs? Ne, meine... Ja, meine Tic-Tacs auch mal. Bin ziemlich low. So, du bist da. Gut. Immerhin ist die Musik hier gut. Immerhin etwas? Ja. Die Musik könnte ja auch scheiße sein. Wie der Rest von allem. Ach ja. Er meinte, da meinte aber nur jemand gerade, ja! Achso, das bist du wohl. Ach, warte mal, da ist ja noch eine Kiste. Mhm, hier auch. Yes! Yes! Kistchen ist mir ein Bedürfnis. Wo sollen wir hin? Wir sollen da runter. Achso, hier können wir auch gar nicht lang. Hui! Na dann mal, hier ist nochmal so eine Erfahrungskiste. Wo? Bei mir. Ja, ja, Frau, alles cool. Bist denn du? Ach, da, Tatsache. Boah, so schön viel Erfahrung. Und draußen hier bitte. Hab ich was getroffen? Ich schätze. Mit einer Blendgranate vor allem. Ready? Hui! Der Typ hat uns jetzt... Der Kerl hat uns jetzt gerade voll in die Fresse geballert. Ja. Oh Gott. Wir haben Japan-Merkel gerettet. Japan-Merkel? Guck sie dir an, Japan-Merkel. Ich muss nachladen, nein! Okay. Slow-Mo-Rettung. Es ist wie Call of Duty. Ja, okay. Gestehe, ja. Also das hier fühlt sich, also die von Chris fühlt sich jetzt schon überhaupt nicht mehr an wie irgendwas mit Resident Evil. Du, das ist einfach wie der Zombie-Mod in Call of Duty. Sorry. Mit schwammiger Steuerung. Ich finde die Steuerung hier nicht schwammig. Sie ist aber unpassend für das Genre, finde ich. Na. War ja klar. Shit, we're trapped. What the hell do we do now? I don't know. Wir nehmen das Fahrrad hier. HQ to Alpha. Get out on the third floor. There's a balcony on the west side of the building. Get moving. Ja, ja. Also, mal gucken. Hornhaut entfernen, da lang. What? Aha. What? Ich hoffe mal, dass es das heißt, ansonsten wird es seltsam. Ja. Vor allem... Okay, nee, ich hab gedacht, es wäre ein Fuß mit 6 Zehen. Aber... Warte mal, ist hier noch Stuff? Also ich hab da jetzt nichts gefunden. Alpha Team, get out of there now. Ja, ja. Ich könnte jeden Moment zusammenbrechen. Bumm. Nice. They've started bombing. Guess they don't care that we're still in here. It's not personal. You know the mission takes priority. Ach, nimm die scheiß Kamera weg. Ah. Super. Ich hasse es, wenn sie die scheiß Kamera irgendwo ans Bild tackern. Ja, mir wackelt das auch gerade alles ein bisschen zu viel. Hä? Frag mich nicht, ist mir noch nie passiert. Wo hätte ich denn hin sollen? Alle Wege waren dicht. Ich hatte keinen Weg, wo ich hin konnte. Alter. Das ist... Oh. Ja, wozu brauchst du jetzt so einen langen Ladevorgang? Tja, das frage ich mich auch. Ja, jetzt müssen wir mal sehen, wie die schöne Bombe hier rankommt. Ja, hurra! Superzöpfchen! Yay! Ja, ich weiß. Das Ding ist auch so realistisch in die Luft geflogen. Wo soll ich denn hin, Spiel? Hier ist kein Weg. Hier kann ich nicht drüber springen. Hier? Ja, hier, hier. Oh. Ja, wow. Warum auch? Ja, habt ihr es mal mit diesen nervigen Kamerafahrten? Da. Erfahrung will haben.
Miau. Hey. Oh, das ist nicht dein Ernst. Ach, diese scheiß gerenderten Sachen. Komm her hier. Komm hoch. So, und jetzt. Supersprung. Wirf mich. Wirf mich. Greif mich an den Eiern und wirf mich. Grab your destiny. Grab your destiny. Ach, guck mal, jetzt haben die Raketen gelernt, wie man explodiert. Wie viele Raketen braucht es, um ein Gebäude in die Luft zu sprengen? 30? Leute, ihr habt noch nicht genug in die Luft gesprengt. Da fehlen noch 5 Raketen. Und ihr habt die Nuke vergessen. Also hättest du auch einfach Chris mit dem Sprengstoffgürtel reinjagen können. Ja, oder wieder Dynamit-Zombies. Ja, eben. Na, klasse. Ein Haufen Cocoons. Cocooner. Ich hab Kopfschmerzen. Chris, denken, aua. Chris, denken, Schmerzen. Kopfweh. Alter, wie albern. Ich meine, tat es dir schon mal weh an, was zu denken? Sorry, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass manche Ereignisse in einem Leben so traumatisch sein können, dass du davon auf die Knie gehst und Kopfschmerzen hast. Vor allem, wenn es nur Bilder sind. I don't care. Yay, Rang A! Yay! Was auch immer. Yay! Yay! Yeah! Yeah! Okay. Das Kapitel ist nicht so lang. Nö. Sie können jetzt neue Fähigkeiten kaufen. Ich kann jetzt auch auf einmal 80.000 Slots benutzen. Hab ich die echt alles schon mal gekauft gehabt? Ich nehme auf jeden Fall jetzt Nahkampf mit rein wieder. Auf jeden Fall mal gucken, was haben wir denn jetzt noch bekommen? Gegen Chavos. Zu der Vergrößerungsstufe Scharfschützen habe ich ja nicht mal. Gegen J-Low. Schnelles Nachladen, letzter Schuss, ist so blöd. Erhöhte Kampfenergie. Das stellt mir sogar sinnvoll vor, aber 70.000. Warum? Alter. Ich renne nach wie vor mit meinem Rückstoß, kritische Treffer und ruhige Hand rum. Ich komme damit klar. Ich weiß nicht, was ich mir kaufen soll. Also ruhige Hand ist auf jeden Fall empfehlenswert, damit das Gezappel mit der Cam aufhört. Kann ich mir nicht mal leisten. Ja, verlassen. Wenn eigentlich den Part beenden müssen, aber scheißegal jetzt. Bis zum nächsten Mal, bäh. Ich weiß ja nicht, wollen wir sonst noch machen? Noch immer. Sonst kann es sein, dass wir da mittendrin mal Pause machen müssen, falls ich, ja, du weißt. Wir suchen uns einfach ein stilles Blitzchen, nur wir beide. Ja, genau. Dann geht so unser Zeitrang volle Möhre flöten im Grunde, aber... Oh nein, unser Highscore. Die dümmste Erfindung. Highscore. Hickscore. Fuckscore. Fuckscore. Ich meine, jetzt gerade eben war es ja auch ziemlich scheiße, weil ich mittendrin einmal weg musste. Weihnachten! Merry Christmas! Dieses typische, was vor x Jahren passierte. Merry Christmas! Frohe Weihnachten, Fleischfield! He's running recon. Alone. Listen up! Frohe Weihnachten! BSAA, our job is to rid the world of bioterrorism. The only way we're gonna do that is by sticking together. Nobody's und das bedeutet, ich nehme nur meinen Partner mit und lasse euch alle entbehrlich sterben. Ja, Sergeant Fleischspielt. Yes, sir. The gorillas are using a new species of BOW. Auch so eine Taschenlampe. They are extremely intelligent, incredibly strong and have the ability to mutate in response to physical trauma.
All right, you know the drill. Split into three teams. Move out. You got it, sir. Fehler erkannt. Aufteilen. Sobald sie sich in Horrorfilmen aufteilen, teilen sie sich richtig auf. Person für Person. Sind wir in keinem Horrorfilm. Ach ja, stimmt ja. Team's got your back, okay? Yes, sir. I'll give this everything I've got. Merry Christmas. Merry Christmas. Is he always this awesome? Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich stelle mir gerade wirklich vor, dass der Song kommt. Ich liebe sie. Cool, wir fahren Panzer. Enemy fire! Alpha Team, engage! All troops, spread out! Merry Christmas! Ich sitze vorne. Ich liege vorne. Engaging the enemy. Hör mal auf zu hupen! Ich war vorne. Boah, dieses an die Wand lehnen, ne? Schön nervig. Ja, vor allem, weil es immer dann passiert, wenn ich es nicht gebrauchen kann. Du hast gerade erwähnt, bei mir auch gerade. Ja, also... Fall doch nicht immer um, Mensch. Ein Sniper von denen. Mal. Ja, renne auf mich zu. Super Idee. Okay. Ja, steh hinter mir, guck mich böse an. So, ey, hallo. Nicht an die Wand lehnen, Mann. Ich hab grad dich gehauen, glaube ich. Ich hab dich auch ein paar Mal erwischt. Okay. Haben wir hier gerade Ruhe? Wir haben hier gerade Ruhe, oder? Ich glaube. Dann bis zum nächsten Mal. So, Leute. Merry Christmas!